Hey Romaniacs, wir sind immer noch an der gleichen Stelle, wo wir in Folge 4 aufgehört haben. Und ich habe ja gesagt, heute wollen wir uns mal hier dieser kleinen Blutfehde annehmen, hier dem unten, diesem Festmahl von Folgum Schwarzklinge, der ja momentan auf der Liste, ich will nicht sagen oben steht, aber in der unteren Reihe, aber den können wir eigentlich ganz gut erledigen und können dann so ein bisschen uns durch die Ränge der Uruks wieder arbeiten. So, dafür werde ich jetzt mal eben gucken, was denn seine Stärken und Schwächen sind. Denn der Gute steht ja hier unten der Schwarzklinge. Und wir können mal gucken, haben wir da schon was rausgefunden? Ja, anfällig für Schleichtodesstöße, anfällig gegenüber berittenen Bestien und Furcht vor Karagor. Haben wir schon mal gehabt. Ist ein schneller Läufer, also könnten Probleme, wenn er abhauen will. Und er ist blutdurstig. Also am besten mit einem Stealth-Kill ausschalten. Das wäre natürlich optimal. Jetzt muss ich mal gucken, was. Oh, da unten ist wieder so ein kleiner. Und guck mal, die kämpfen sogar. Ja, da halte ich mich natürlich mal schön vom Fern. Ich werde jetzt hier mal markieren. Da müssen wir hin. Das ist nämlich genau in die Richtung. Ja, da kann ich sogar relativ gut, glaube ich, wahrscheinlich von oben direkt dran. Das könnte zumindest klappen. Ich sehe hier nicht so super viele Gegner, die hier rumlungern. Das heißt, vielleicht können wir uns hier. Wo ist er? So, wir starten den Auftrag. Uruks veranstalten Festmale, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grogtrinkens zu messen. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Mische dich in das Festmahl ein, um Saurons Armee zu schwächen. Ja, nehmen wir an. Wir haben uns das verdient! Trinkt! So, da ist er. Kriege ich den von hier oben? Bin nicht so dran, ne? Von hier. Ich könnte, weil es reichte ja ein Stealth-Kill, wurde ja gesagt. Bumschakalaka. Maimed ausgeschaltet. Ach ja, wie gut, dass der anfällig für Stealth-Kills war. Er wurde bei seinem eigenen Festmahl gedemütigt. Wir können uns den Kampfbericht mal anschauen, denn das bedeutet natürlich, hier ändert sich wieder einiges in den Reihen. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns gleich direkt ein neues Ziel aussuchen, wenn wir hier. Ich denke, wir müssen uns erstmal um die kümmern. So, wir könnten hier mal auch ein bisschen aufräumen. So, du gehst schon mal weg. Und du gehst auch weg. Ah, ich liebe diese Aktion, liebe ich wirklich. Jetzt können wir den auch ausschalten. Oh, das ist so stylisch, ne? Das Kampfsystem ist so verflucht stylisch. I love it. Gute Nacht. So, hier nicht meine Fähigkeitenpunkte hier vorne vergessen. Ich wollte natürlich erstmal aufräumen. So, Pfahl wie Knochen. Das dürfte eine neue Rune oder sowas geben. Gute Nacht. Sehr schön. Gut. Oh, da vorne hier läuft der große Riese rum. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, der Riese ist auf der Brücke, glaube ich. Warte mal, können wir mal hochgehen, mal uns angucken. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Aber warte mal, das gucken wir uns mal. Ah, ein Karrigor. Warte mal, wir konnten ja an Karrigor Kontern haben wir gekauft. Na komm, greif mal an. Wir konnten doch eigentlich kontern. Warum geht denn das jetzt nicht? Eigentlich soll ich doch kontern können, das Ding. Habe ich da gerade etwas gehört? Das scheint nicht so 100% zu klappen. Oh, jetzt muss ich hier aber aufpassen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schnell hier rein. So, zwei Volltreffer sollen reichen. Na, wer kommt jetzt an? Das war's. Oh, ich glaube, hier unten ist ein bisschen Party. Genau. Keine Chance. Oh, gekontert. Holy shit. Hast du Schmerzen, Made? Kein Problem. Ich kann sie dir nehmen. Holy crap, der hat gekontert und ist direkt zum Named deshalb geworden. Wie awesome ist das denn? Ja, das heißt nicht, dass.
heißt nicht, dass ich ihn nicht auch ausschalten würde, aber... Oh. Achtung, Uruks! Zurückziehen! Das ist natürlich jetzt spannend, weil wenn der abhaut... Oh, 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 das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Oh, 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 jetzt muss ich hier... Oh. Nein, ich glaube, ich bin tot. Dammit! Nicht die gut! Die Hauptmänner werden mich dafür reich entlohnen. Nein, jetzt ist das passiert, was nicht passieren sollte. Wir sind zum ersten Mal gestorben. Und das heißt, dieser Noruk steigt in der Macht. Dammit! Verdammte Axt! Verfluchte Axt. Jetzt sehen wir nämlich der hier. Warte mal, wo ist er jetzt? Der Noruk. Hier ist er. Das ist der, der uns getötet hat. Warte mal, wissen wir über den schon irgendwas? Mal gucken. Wir haben keine Infos über ihn. Das ist natürlich geil. Der ist nämlich jetzt direkt aufgestiegen und ist hier, oder wurde zumindest enthüllt als einer von denen. Dammit, dammit, dammit. Ich frage mich, ob wir die immer alle klären müssen, bevor wir weiterziehen können, aber ich denke mal nicht. Das ist natürlich jetzt krass. Zum ersten Mal gestorben. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Warte mal, ist der direkt da unten? Kann das sein, dass der Noruk hier direkt unten ist? Sekunde mal, was haben wir da? Blutrache. Den Tod von Rob 6027. Also kommt hier wirklich die Tode von anderen Spielern rein. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Wo haben wir denn jetzt diesen... Der Kerl, der uns gerade umgebracht hat. Naruk. Noruk, der Ringer. Da ist er. 40p gibt das. Was geben die im Vergleich? Auch 40. Das gibt 10. Ja, wir können ja mal eben den einen Spieler rächen. Weil das hier direkt quasi am Fuß ist. So, okay. Let's kill that son of a bitch. So, der ist irgendwo in dem Gebiet. Okay. Achso, wir müssen innerhalb von 5 Minuten den Auftrag abschließen, okay. Das haben wir jetzt auch neu. Aber das ist natürlich cool. Das hält so ein Spiel natürlich auch dynamisch. Aber ich sehe hier nirgendwo welche. Ich sehe hier nirgendwo Gegner. Aber wir rennen mal hier rüber. Hier vorne werden schon irgendwo werden sie sein. Da vorne sind auf jeden Fall 2 links. Ich sehe es auf der Minimap. Achso, ah, okay. Ah, da hinten ist er. Prag. Furcht vor Verbrennen. Oh, immun gegen Schleim. Oh, der hat aber eine Menge Stärken. Kampf gestählt. Schwerer zu töten. Oh, vergiftet. Oh, das könnte ein heftiger Kampf werden. Müssen wir mal gucken. Hat der irgendwo vielleicht in seiner Umgebung... Ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Hat der vielleicht irgendwo in seiner Umgebung... Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönne ich dir nicht. Guck mal, der redet sogar darüber, wie er den einen getötet hat. Oh, 3 Stück, ey. Das ist... Ich versuche erstmal den Rest hier umzubringen. Mit meinen Füßen treten. Und halte mich erstmal von dem so ein bisschen fern. Ja, von dem fernhalten soll ich. Weil wenn er eine Klinge hat, die vergiftet ist, ist das natürlich der letzte Ort, wo ich dran möchte. Menschendreck! Alle machen mir heute nur Ärger. Ich werde euch alle niedermetzeln, nur damit ihr still seid. Ach, halt die Fresse. Schön Schaden zugefügt. Oh, sehr schön. So, jetzt mal hier schön die Kombo-Leiste laden. Oh, haben wir? Haben wir? Nee, noch nicht. Denkst du, ich wäre so dumm? Du wirst mich. Also mal jetzt eben hier so ein bisschen. Ja, immer noch nicht. Der hält aber eine Menge aus. Und dann können wir greifen. Kann man den auch verhören?
Nee, aber wir können ihn abstechen. Oh, oh, Jeff. Dafür bleibe ich nicht hier. Du hast keinen Kopf, Kollege. Wir sehen uns. Kollege, du hast keinen Kopf. Du bleibst hier, sag ich. Du haust nicht ab. Das Letzte, was du tust, ist abhauen. Warum ich? Warum ich? Oh, 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 oh. Quicktime-Events. Gute Nacht. So, todgerecht. Sehr schön. Oh, Auge um Auge. Eine Trophy. Ach, sehr schön. So, können wir hier mal einsammeln. Oh, es gibt uns eine Menge Macht. Oh, und wir haben eine neue Rune freigeschaltet. Erhöht die Dauer der... Was macht die? Was macht die Rune? Erhöht die Dauer der letzten Chance. Das ist sehr gut. Also letzte Chance ist ja, wenn wir sterben, kurz davor das Ding einsetzen. Sehr schön. Wir haben noch eine Rune irgendwo, glaube ich. Ah ne, ich kann mehr kaufen, mehr Plätze. Ja, das spare ich mir erstmal. Okay. Warte mal, hier vorne ist... Diese winzige Kreatur da draußen ist, versteckte sich bestimmt im Gras. Das verdammte Zeug muss verschwinden. Vieles von dem Gras nicht mehr übrig. Wer redet denn hier? Den Rest brennen wir noch bald genug nieder. Ah, zwei. Mal gucken. Warte mal, ich kann mir auch mit dem Bogen, kann ich mir einen von denen schnappen. Ich sollte vielleicht auch meinen Bogen ein bisschen mehr skillen. Das wird dann vielleicht ein bisschen schneller gehen. So, ist eine neue Blutrache verfügbar. Da unten, oh, da unten kommt so ein großer. So ein großer Lulatsch kommt da. Ich verstecke mich. Achso, ich wollte mal eben Informationen holen, weil hier um Ecke sind Informationen. Der hat nämlich hier Informationen. Ah ne, hier sind Informationen. Auch die Informationen liegen hier einfach rum. Was ist das denn? Das ist ja ein bisschen zu easy. So, dann können wir uns Informationen... Eigentlich ist es egal, über wen wir uns Informationen... Ich würde mir ja gerne Informationen über den hier holen. Das ist der, der uns gerade umgebracht hat, weil dem würde ich es natürlich schon gerne nochmal geben. So, Noruk, was hast du denn? Anfällig für Fernangriffe, das ist sehr gut. Da können wir mit dem Bogen arbeiten. Kann durch einen einzigen gespannten Kopfschuss getötet werden. Dann wäre der doch relativ einfach. Das wäre natürlich... Das können wir nutzen, ne? Damit können wir arbeiten. Damit können wir tatsächlich arbeiten. Wo war der Noruk? Noruk der Ringer. Da unten ist er. Da können wir eigentlich nach da ein paar zerbrochene Werkzeuge haben, diese Sklaven. Wisst ihr was? Wir gehen mal zum Turm. Wir reisen da mal ganz schnell hin. Achso, momentan nicht verfügbar. Wahrscheinlich, weil ich gerade im Gegnerlager hocke. Kunde, gehen wir mal eben raus. Ich meine, wir sind eh... Oh. Warte mal, sind die neu gespawnt? Wo ich die gerade platt gemacht habe? Also das ist so stylisch, dieses Spiel. Gute Nacht. Sorry, Buddy. So, jetzt den Turm können wir auch zu Fuß erreichen. Aber wisst ihr was, ich bin manchmal ein bisschen faul. In dem Fall Schnellreise. Dann verstreicht die Zeit auch wieder und es wird hell. Sollte zumindest. Oder es wird komplett dunkel. Ups. Oh, guck mal, Nebel. Aber ich denke, wir werden Zeit verstreichen lassen, weil dunkel ist immer schlecht in Aufnahmen manchmal. Wir lassen die Zeit mal verstreichen, gucken mal, was sich tut bei den Uruks hier. Oh, der ist ja in der Macht gestiegen. Dammit. Genau unser Ziel, was wir angreifen wollen, hat mehr Macht bekommen. Oh, oh. Nicht gut. So, dann wollen wir uns mal den Noruk als Ziel festlegen. Wir markieren den mal. Der hat zwar nur eine Macht von 12. Was haben die anderen denn hier so an Macht? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Macht 4. Also der ist schon relativ mächtig. Macht 11. Das liegt aber, glaube ich, auch an den Reihen, in denen die kämpfen. Wie sieht es mit dem hier vorne aus? Macht 5. Okay, ich lasse mich überraschen, was das für ein Kampf wird. Ob wir überhaupt eine Chance haben. Ich glaube, da vorne ist er, oder? Oh, ist der weitergezogen? Wait a second, der war doch gerade...
Nuruk. Sag nicht, der ist da oben jetzt. Das wäre natürlich ein echt... Nee, das ist ein anderer. Wo ist er denn hin? Ja, wo ist er hin, der Nuruk? Das ist natürlich jetzt ein bisschen weird. Ist er hier? Auch nicht. Hä? Vorhin war der hier noch, ne? Wo ist er denn hin? Ich meine, ich sehe da vorne irgendwas markiert. Ein Häuptling gesehen? Wenn sich einer hier blicken lässt, heißt es, dass ein Hauptmann etwas sehr richtig oder sehr falsch gemacht hat. Der Sklave blieb. So, du bist weg. Ich denke, der ist da vorne drin. Weil ich wüsste nicht, was das sonst auf der Karte sein soll. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt sein soll. Jetzt mal ganz ehrlich. Der kann nicht weg sein, der Nuruk. Haben die mich entdeckt oder was ist hier unten los? Oh, keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Oh, okay, da vorne ist ein... Oh, da ist so ein großer irgendwo. Ich sehe es zumindest... Ich möchte den Vorposten von Otto nie wiedersehen. Gehen erstmal hier hoch. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Ein bisschen Übersicht verschaffen. Sie werden alle woanders hingeschickt. Ein oder zwei Tage sind einfach nicht genug, um sie ausführlich zu foltern. Ich verstehe wirklich nicht, wo der sein soll. Warte mal, Ziel befindet... Da stand doch irgendwas oben rechts, sehe ich gerade. Im hier. Das Ziel befindet sich hier. Okay, also ist er doch da. Aber wenn ich jetzt nach Karte gucke, da sehe ich ihn nicht. Warte mal, Westen... Was sagt denn die Karte... Also der ist irgendwo hier vermutlich. Also ich habe den Standpunkt von dem einfach nicht. Daran wird es liegen. Jetzt wäre es natürlich schön mit diesem, mit dem Walk. Oh, bricht der aus, der Walk? Naja, aber er dreht so ein bisschen durch. Gut, gehen wir mal weiter. Hier draußen kann alles Mögliche lauern. Gleich bedeckt alles. Ah, Gesundheit brauche ich zwar gerade nicht, aber wir nehmen es mal mit. So, also irgendwo da hinten muss der sein. Frage, wie komme ich denn da hin? Oh, 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 oh. Ja, sorry, Buddy, das musste jetzt mal sein. Du warst mir leider so ein bisschen im Weg. So, hier haben wir noch eine Pflanze. Ja, Gesundheit erneuern. So, komme ich hier irgendwie hoch, die Felsen, oder? Nee. Wie komme ich denn da in das Gebiet rein? Da ist er, ne? Ja, auch nicht. Wahrscheinlich da unten durch. Das ist natürlich ein bisschen... Wir gehen mal hier rum. Vielleicht kommen wir da irgendwie dran. Die kämpfen hier, sind ein bisschen abgelenkt. Vielleicht kann ich mich da gerade vorbeischleichen. Ah, hab ich scheinbar keiner entdeckt. Beine in die Hand nehmen. So. Mal gucken. Ja, ich glaube, hier kommen wir vorbei. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. So, oh, der ist in der Festung drin. Ah, das ist die gleiche Festung, wo... Oh, warte mal, ist er... Ne, da ist wieder einer gestorben. Das ist die gleiche Festung, wo wir, glaube ich, schon mal waren, als wir den, wie hieß er, Red-Dingenskirchen befreit haben. Ist der eigentlich noch in seinem Plan drin? Das würde mich auch mal interessieren, ob der noch hier in der Armee zu finden ist. Ja, also ich denke mal, Redback ist storytechnisch. Den wird man wahrscheinlich nicht loswerden. So, kann ich da einfach... Na, ich will da nicht so direkt... Aber der ist... Oh, der ist halt... Dammit. Der ist direkt da drin, in der Festung. Der Hauptmann ist schon wieder verschwunden. Säuft sich versteckt selbst unter den Tisch, der stinkende Mistkerl. Oh, oh. Das Problem ist, hier sind so viele... Finde dein Ziel und markiere es, ja. Einfacher gesagt als getan. Das Problem ist, wie komme ich denn da am besten dran? Man hat sich natürlich hier echt schön einen schönen Platz gesucht. Gucken mal, vielleicht können wir uns irgendwo über den Weg oben einen besseren... Ah, ist doch perfekt hier, das ist doch perfekt. Ah, warte, da war er, glaube ich, oder? Schieß auf Nester, um für Ablenkung zu sorgen. Ich hätte zwei Blech, oh, sieh meine an. Let's do this.
Let's do this. Bewege das Symbol in den Kreis herein, um ihn zu beherrschen. Oh. Yep. Nice. Oh, ich habe hier eine schlechte... Warte mal, kann der irgendwas? Auf dem Rücken eines Karagors. Zum Angreifen das, beißen das. L2 Kampfmodus wechseln. Okay. Ja, dann... In dem Fall... Ich kann auch sogar absteigen. Achso, am Boden liegen gefallen, sollte man beißen. Oh, das war er. Das war er schon. Da kam er nach unten. Wie lustig ist das denn? Wie lustig ist das denn? Da kam der einfach nach unten, der Idiot, anstatt abzuhauen. Ja, wir haben ja gehört, der hatte ja bei seinen Stärken und Schwächen, dass er Furcht vor Karagor hatte. Warum geht er da rein? So ein bisschen nicht ganz so logisch, um ganz ehrlich zu sein. Ups. Vielleicht... Oh, ich bin gestorben. Bin ich gestorben? Ne, ich bin nicht gestorben. Ich lasse aber hier den Karagor mal kämpfen. Und nehme in dem Fall die Beine in die Hand. Weil ich verliere hier gerade ganz viel Energie und will hier nicht die ganze Festung an mir dran haben. Vielleicht kann ich mich hier direkt verstecken und bin weg. Na, da hinten löst ein Alarm aus. Wir laufen mal weiter. Mal schön in Sicherheit bringen. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Immer wenn ich dort vorbeigehe, spüre ich... Ist er tot? Denn der lebt ja noch. Warum lebt denn der noch? Ach, der hat so viel Energie. Dammit, warum hat der so viel Energie? Er hasst Schmerzen. Ja, ich kann es so ein bisschen verstehen, also... Oh, 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 oh. Oh, das ist freaky. Das ist freaky. Dude, du bist freaky. Oh, ich glaube, der hat hier die ganze Gegend gerufen. Das ist ja wirklich freaky, der Kerl. Weichen wir mal aus. Oh, der regeneriert Energie, merke ich gerade. Ja, gute Frage. Wie kriege ich den denn klein, wenn er Energie regeneriert? Alter, was ist er denn für ein Freak? Oh, ich muss hier weg. Ganz ehrlich, der Kerl ist zu heftig. Ich muss hier einfach weg. Der ist viel zu heftig, der Kerl. Der hat einfach Energie regeneriert. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Aber das Ding ist, dass... Da... Oh, oh. Du bist erbärmlich! Wieso stirbst du nicht einfach? Also, ist das der gleiche? Ne, ist ein anderer. Ist ein... Oh, er ist ein Zwei-Named. Ich nehme weiter die Beine in Hand. Erstes Versteck, was ich kriege, da sitze ich drin. Und warte. Oh boy. Da unten ist wieder so ein Walk, ist da wieder. Oh, oh, findet er mich? Oh, 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 nein. Damn it. Ich bin tot direkt? Oh, nee, ich wollte schon sagen. Oh, oh. Den dürfte ich sogar klein kriegen hier. Oder ist das wieder der Kitzler? Der Kitzler. Der Kitzler klingt auch falsch. Ich wollte sagen, der komisch gelacht hat. Einmal nicht geklappt. Armselig. Oh, der wird auch zum Named. Wenn du Uruk wärst, würde ich dich allein töten, um dir einen Gefallen zu tun. Alter, was ist denn los, dass die gerade alle zum Named werden? So ganz möchte ich das nicht glauben. Oh, oh. Erstmal den hier ausschalten, den einen. Also, okay, den einen sind wir losgeworden, das ist sehr gut. Sollen wir eben hier den Rest abschlachten, um ein bisschen Energie zu kriegen? Oh, da kommt der andere, da kommt der andere. Das ist nicht gut. Wenn der von hinten kommt, der die ganze Zeit Energie generiert hat, dann habe ich echt ein Problem. Aber ich würde gerne schon den Named hier noch platt machen. Ich krieg dich noch, ich krieg dich. Oh, oh. Den krieg ich auf jeden Fall noch. Ah,
Alter, ich schnitzel mich hier gerade durch die Jungs durch. Das ist schon eine reine Wonne. So, den habe ich zumindest. Habe ich ihn? Ja, den habe ich. Sehr schön. Nächster nehmt erledigt. Ich muss auch mal langsam hier die Energie einsammeln. Schon wieder nehmt. Bei. Wisst ihr was? Ich sammle jetzt hier mal ganz schnell die Energie ein. Oh oh. Vielleicht mache ich es auch nicht. Oh, die hauen alle ab, sehe ich gerade. Sehr schön. Der Rest haut ab. Dann kann ich jetzt mal eben. Da war noch ein bisschen Energie. Na komm. So. Jetzt nehmen wir aber hier Reis aus. Irgendwo war ein Turm in der Nähe. So, jetzt können wir uns hier verstecken. Puh. Also das war jetzt tatsächlich sehr, sehr aufregend. Sehr, sehr aufregend. Spannenderes Ende, als ich mir eigentlich gewünscht hätte. Ich hoffe, der findet mich nicht. Ich bleib jetzt mal hier. Nur für eine Sekunde. Ich meine, ich könnte den jetzt auch platt machen, aber ich warte mal für die kurze Zeit zumindest. Und wir machen hier einen Cut, wenn jetzt hier keiner mehr angreift. Ja, die laufen alle an uns vorbei. Ich denke, die finden uns nicht mehr. Gut, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, denn die wurde ja ein ganzes Stück länger als eigentlich geplant. Wo ist eigentlich? Da hinten sind die Türme. Okay.